Du musst sie jetzt zusammen noch nicht los. Sagen. Doch, das ist schon aufeinander. Ja. Naja, war nur einfach blöd, weil ich wollte die Studie aufnehmen. Kann man rausschneiden. Ich freue mich so darauf, wenn wir das Rot mit der Tour den Scheiß. Ey. Du! Ach, herrlich. Rohib, du musst jetzt da Evans bedienen. Ja. Er muss erstmal sagen, welchen er. Genau. Also, ich habe als Thema Hacking Music, also mit meine ich so, Musik machen oder Musik hat das irgendeinen gewissen Bezug zur Hackerkultur. Die einen, dazu habe ich mir zwei Vorträge überlegt. Der eine, da geht es mir so um technische Aspekte. In den 60er Jahren haben viele Bands, da gab es in der Studiotechnik einen ziemlichen Sprung. Allerdings war es aus heutiger Sicht immer noch ziemlich basic-mäßig und die Art und Weise, wie sie daraus das Beste gemacht haben, hat was ziemlich Hackerhaftes, so im Sinne kreativer Umgang mit Technik. Das andere ist, Ende der 70er Jahre gab es einen Verbund von Bands, Musikern, die wollten so eine Art eigenes, unabhängiges Netzwerk bilden, so ähnlich wie wir das mit Hackerspaces machen möchten. Die haben Hacken, denke ich, das ging ja so auf einer sozialen Ebene. Also die haben ja so Hackertechnik auf sozialer Ebene gemacht als auf technischer. Die Frage ist jetzt, was interessiert euch mehr? Also soll ich mehr über... Technisch. Gut, dann macht mal Technik auf. Das also geht. Technical. Für alle sprechen, genau. Kannst du das machen? Und voll wäre voll toll. Je weniger Lärm macht, hört man das nicht auf dem Video. Wundervoll. Okay, legen wir los. Okay, das ist jetzt das, was ich, also ich habe da zwei Zitate aus der Hacker-Ethik. Eine davon lautet, man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen und Hacking ist kreativer, respektloser Umgang mit Technik. Und ich habe mir gedacht, okay, ersetze Computer durch Technik, dann kann man es irgendwie auf technische Hilfsmittel zur Tonerzeugung übertragen. Fangen wir an, und zwar Feedback. Feedback oder Rückkopplung ist, wenn ich irgendwie ein Instrument habe, eine Schallquelle, da kommt ein Ton raus und ich halte das direkt an den Verstärker, dann koppelt das zurück und es entsteht ein ziemlich komisches Pfeifen. Die Beatles haben das erstmals benutzt bei den Aufnahmen zu I Feel Fine. Hat nämlich einer von ihnen seinen Bass gegen den Verstärker gehauen, einfach weil er den irgendwie in die Ecke, weil ich gerade nicht brauche, so okay, lege ich gegen den Verstärker, Strom war noch an, oh! Komisches Pfeifen, klingt aber irgendwie cool. Das war mit spielen wir mal rum. Roland, klickst du mal? Soll ich die mal? Ja. Das sieht nicht wie ein klickbarer Link aus. Das ist ein klickbarer Link, ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht in den Viewer. Ja, wenn Ruhig klickt, dann geht einfach eine Seite weiter. Egal, was er macht. Genau. Ah, es ist bam. Moment, machen wir das mal. Hallo YouTube! Dann habe ich gar nicht von der GEMA gesperrt. Blöd, jetzt hat man es nicht gehört. Geh mal zu. Anfang, ja? Genau. Interessanter Effekt. Definitiv. So, okay. Nochmal. Meinst du das? Genau, Feedback. Jetzt kannst du abbrechen. Der Rest ist ziemlich normaler 60s Pop und somit für das Thema eher uninteressant. Ja, sehr massiv wurde das dann von Jimi Hendrix, auf den ich gleich noch eingehe und der Velvet Underground benutzt. Einer von den Velvet Underground war Lou Reed und der hat später in seiner Solo-Karriere wollte er irgendwann aus seinem Plattenvertrag raus und da kam er dann auf die Idee, ein komplettes Musikalbum nur mit Feedback aufzunehmen. Er hat später behauptet, das wäre ein ernsthaftes künstlerisches Statement gewesen. Die meisten Leute sind sich ziemlich sicher, er wollte einfach nur seine Plattenfirma und seinen Manager damit vergaulen. Voller Neue. Und künstlerisches Statement gegen Funkverträge. Ja, Jimi Hendrix ist für mich eigentlich wird hauptsächlich als Gitarrenhead. In meinen Augen war der Mann auch einfach ein unglaublich begnadeter Hacker. Ende der 60er, ich habe es bereits erwähnt, hat sich bei der Studiotechnik viel getan. Es gab auch plötzlich lauter lustige Effektgeräte wie Echo Hall, was gerade Pink Floyd sehr genutzt hat, oder das Vavapedal. Hendrix hatte nun bei seinen Aufnahmen einen ziemlich genialen Toningenieur zur Hand, Eddie Kramer, und die haben dann zusammen ziemlich viel rumgedaddelt. Das heißt, er hat zum Beispiel sehr stark damit gearbeitet, okay, wir haben da irgendwie so ein lustiges Effektgerät im Studio, dann jagen wir mal irgendwelche Ausgaben durch oder, oh, ich habe ein paar Tonbänder und anders als
Heute war die nicht digital, das heißt, es waren echte Ton, dann kam die Idee, okay, wir spulen was ab. Und ich nehme das auf, okay, jetzt spule ich es nochmal ab und während das abgespielt wird, nehme ich auf den zweiten Tonband parallel das auch noch zusätzlich irgendwelche anderen digitalen Effekte, die ich gleichzeitig aufnehme. Bei ein Lied haben die angeblich nur noch 20 Minuten Zeit und angeblich hat er in der Zeit irgendwie so gesagt, so, oh ja, ich habe noch eine Idee, ja, mach nochmal einen Overdub fertig und hat dann so irgendwie so 4, 6 Overdubs aufgenommen. Der Mann war dabei übrigens sehr fleißig und perfektionistisch, und weil er sehr perfektionistisch war, wurde zu den Zeiten der wenigste Kram veröffentlicht. Bis zum heutigen Tag konnte die Plattenindustrie noch so für 11 Alben mit dem ganzen Kram, den er so beim Rumbasteln im Studio hinterlassen hat, rausbringen. Okay, darunter sind auch so zig Versionen von so Einzelliedern, aber also, allerdings es ist nicht abschließend. Es gibt da immer noch was in den Archiven. Weil, also er hat sich von seinen Ersparten, also was er so auf Tourneen verdient hat, das hat er komplett in ein eigenes Tonstudio gesteckt und daran hat er dann sehr viel Zeit verbracht bis zu seinem Tod. Das Hörbeispiel skippen wir jetzt, weil vorher ist es jetzt etwas komplizierter und das trägt jetzt an der Stelle auch nicht so viel bei. Oh. Ja, jetzt Mellotron Doing Sampling the Hard Way wurde Anfang der 60er als eine Art früher Sampler und benutzt. Die Idee ist, jeder Taste auf so einem Keyboard ordne ich ein Tonband zu. Wenn ich die Taste drücke, wird das Tonband für genau 8 Sekunden abgespult. Wenn ich loslasse, wird es wieder zurückgespult. Die Idee ist, wozu benutzt man das? Es war als Studiotechnik gedacht, oder für Filmmusik, wie ich imitiere Flöten, weil ich mir keine Flöten leisten kann, oder so Pseudo-Chöre. Frühes Beispiel, das kann man sich jetzt schon anhören, haben die Beatles gemacht auf Strawberry Fields Forever. Einfach gibt es so komische Flötengeräusche und das ist halt ein Mellotron. Und weil die Beatles gegen Ende ihrer Karriere eh nur noch eine reine Studioband waren, konnten sie das auch gut nehmen. Die hatten dann sich alle so ein Ding gekauft. Pause. Also dieses komische Gewimmer gerade, das war das Mellotron und das war halt im Flötenmodus. Also das heißt, da waren Tonmänner drin, die Flöten imitieren und dementsprechend gab es einen ganzen Satz zu kaufen für allen möglichen Kram. Ein analoger Sampler. Genau. So, ich habe es genannt Doing Sampling the Hardware. Warum? Naja, einige Verrückte, nämlich die Band King Crimson, kamen auf die Idee, hey, das ist voll cool, das Ding, wir gehen damit auf Tour. Nun kann man sich aber vorstellen, dass wenn etwas intern auf Tonbändern Basis ist und dazu noch verdammt sperrig ist. Also ich habe das mal bei einem Konzert gesehen, wie dann einige Leute das einen Stockwerk hochgetragen haben, beziehungsweise mehrere Leute, weil es echt scheiße schwierig ist. Also scheiße schwer und sperrig ist. Das Problem ist, es war halt als Studiotechnik gedacht, auf Tonbandbasis, und es ist, glaube ich, jetzt nicht sehr überraschend, dass Stimmen kann man vergessen. Die Tour-Tagebücher von des King Crimson-Gitarristen sind da sehr erheiternd und er schrieb so, ja, wir haben irgendwann immer zwei der Dinger gehabt, weil eins war bestimmt immer kaputt oder wollte nicht richtig. Es gibt eine Live-Aufnahme von denen, da hört man plötzlich mittendrin so ein Sielen. Im Booklet stand da nur so, ja, da hat das Mellotron halt mitten im Konzert aufgegeben, mitten im Lied. Das war ein bisschen scheiße. Ja, ein anderer Verrückter, das ist der Link dort, falls jemand noch ein Bastelprojekt sucht, hat dann sich einen Haufen alt ausgemusterter Walkmans geschnappt und damit eins nachgebaut. Und hat das sehr ausführlich beschrieben. Ich selber möchte es nicht ausprobieren, aber ich prinzipiell müsste es, wenn jemand da Lust drauf hat und der keinen Bock hat für teuer Geld, sich so ein Ding zu kaufen, das anhand dieses Berichtes nachzubauen. Falls jemand noch nach einem abgefahrenen Bastelprojekt sucht. Okay. Ja, weitere Stationen. Dieser Herr ist Leon Theremin, ein russischer Physiker. Der hat einen Bewegungsmelder erfunden und kam auf die Idee, hey, das verbinde ich jetzt mal mit einem Lautsprecher. Das klang dann irgendwie komisch und er stellt fest, oh, wenn ich da mit den Händen so rumfuchtel, da sieht man ihn wieder, dann gibt das irgendwie komische, lustige Töne. Anwendungszweck, einerseits in frühen Horrorfilmen irgendwie geisterhafte Geräusche erzeugen. Zweite Anwendung, man hat damit auch dann versucht, ernsthaft zu musizieren. Man kann sich die Dinger, konnte, und dann in den 60ern hat jemand dann angefangen, ein Geschäft zu machen, indem er Bausätze vertickt hat. Das war ein gewisser Robert Moog. Die kann man noch heute kaufen, so ab 379 Euro, zum selbst zusammenlöten.
Und mit dem Geld, was er dabei verdient hat, hat er gleichzeitig angefangen, Synthesizer und so zu basteln. Und aus der Folge ist dann die elektronische Musik und mit nach Kraft der Klaus Schulze etc. entstanden. Das ist aber eine Geschichte für sich, das führt heute echt zu weit. So, und wie klingt so ein Theremin? Da habe ich auch was. Und man muss dazu vielleicht nochmal sagen, wie das funktioniert, oder? Ah ja, sorry, das habe ich nicht. Und zwar die Idee bei einem Theremin, das war halt ein Bewegungsmelder auf Basis elektrostatischer Aufladung. Und die Idee ist, wenn ich dann, ich habe zwei Antennen, eine ist eine Seite, man sieht das gleich im Video ganz gut, eine nach oben. Und je nachdem, wie die Hand bewegt, verändert sich irgendwie das elektrostatische Feld und dann gibt es halt komische Töne, die dann entsprechen. Und du hast das eine für Lautstärke, meistens hast du die rechts mit der Lautstärke. Einer ist für Lautstärke und einer für die Töne. Pitch, genau. Ist jetzt Sheldon, den wir gerade hören? Nice. Ich kenne Statik, kann man es erkennen? Ja, klar. Ja. Das ist doch, glaube ich, sogar mit einem Theremin gemacht. Ja. Was? Ja. So, was man vielleicht auch sieht, es gilt als verdammt schwer, das Ding zu machen, weil man aufpassen muss. Man muss wissen, okay, wie ist die Raumtemperatur, wie muss ich gehen? Man muss genau den passenden Abstand bei beiden Händen treffen, dann ist das noch von der Raumtemperatur und ein paar der Luftfeuchtigkeit und ein paar anderen lustigen Parametern abhängig. Das heißt, es ist wirklich verdammt schwer, das Ding zu spielen, wenn man nicht einfach nur lustige Geräusche erzeugen will, sondern das Ganze tatsächlich Melodie haben soll. Weißt du, wie das Ding auf Deutsch hieß? Das hieß, gerade nicht, nein. Das heißt, es wurde vermarktet unter Ätherwellengeige, was ich einen sehr epischen Namen finde. Ja. Ja, wo habe ich den ganzen Mist her? Also Wikipedia, Google, große Überraschung. Und Internet. Hauptsächlich für das, was das Mellotron und, anging, die Babyblauen Seiten. Das ist eine Webseite, das wird von Hobbyprojekt von einem Haufen und Akteuren gemacht, mit uns die ein möglichst umfassendes Lexikon für Progressive Rock, elektronische Musik und Psychedelic zu machen. Und weil King Crimson so als Urvater davon gilt, daher kamen auch die Anekdoten, die ich vorhin erzählt habe, mit dem Konzert hat das Scheißding dann versagt, habe ich dort geklaut. Das da ist übrigens ein Mellotron und ich glaube, man kann es darauf nicht so richtig würdigen, aber man kann diese Schwierigkeit, die das Ding hat, glaube ich, erahnen. Und wie bereits gesagt, die müssen total bescheuert gewesen sein, als die auf die Idee kommen, ja, damit gehen wir jetzt, touren wir jetzt durch die Lande, weil das war halt als Studiumhilfsmittel konzeptioniert. Und das ist tatsächlich einfach, im Prinzip sind das ein Haufen Walkmans mit der Play-Taste an Tastatur gebunden. In diesem Nachbau, ja, damals waren es halt Tonbandgeräte und auch bei denen, die man heute kaufen kann. Und dadurch hat es auch einen sehr eigentümlichen, altmodischen Klang, weil es ist halt nicht digital, sondern so analog. Und da sind irgendwie 50 Tonbandabspielgeräte drin, die alle jeweils eigenständig kaputt gehen können. Ja, es ist keine gute Idee, damit auf Tour zu gehen. Das als Studiohilfsmittel, also es haben diverse Bands trotzdem gemacht, aber wie was gesagt, die hatten auch alle mindestens ein zweites dabei. Ja. Und wenn man profimäßig war, sind beide auf die Bühne zu packen, weil wenn sie gehen, konnte man gleichzeitig lustige Effekte machen und wenn nicht, dann ging immerhin noch eines. Schön, schön. Ja, ja, das war's. Habt ihr noch Fragen? Ach ja, was? Neo hat mich vorhin darauf gewiesen, dass er selber so einen lustigen kleinen Synthesizer mitgebracht hat. Also falls jemand rumspielen möchte. Ich kann ja mal meine. Ich hab noch eine Heimorgel zu Hause, die wiegt so 150 Kilo. Die kann ich ja nächstes Mal auch mitbringen. Die schleppe ich nicht die Treppe mit hoch, du. Ja. Ich fand es auch sehr faszinierend, dass es überhaupt Freiwillige gab, die das in Würzburg das Ding da hoch. Ja, die kriegen dafür Geld. Nein, das waren dort wirklich Freiwillige. Oh. Weil das war quasi ein Non-Profit. Naja, aber ich hatte so ein Ding mal getragen zu haben, ist auch ethisch. Ja, dann kriegt man so ethisch. Der eine meinte auch, wenn man fertig ist, dann schmeißt er das Fenster raus. Naja, das Ding ist, dass Musikinstrumente alle ziemlich schwer sind. Ja, noch Fragen.